Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Frühaufsteher und abends Spätschlafengeher, ich bin der Leon Lagabo und ich begrüße Sie hier ganz herzlich zu einer weiteren urzeitlichen Folge Arc Extinction zusammen mit meiner Freundin und Partnerin im Koop Asgard 86. Mein Engel, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Blendend geht es mir. Wie soll es mir auch anders gehen als blendend? An diesem blendend wunderschönen Tag auf der Erde. Ja, Arc Extinction spielt auf der Erde. Ich konnte es selber kaum glauben. PS, wo bleiben meine Manieren, Leute? Natürlich auch ein dickes Dankeschön für eure Likes und für eure Bewertungen in der letzten Folge. Doch allen voran natürlich für eure Aufmerksamkeit für dieses Projekt. Dankeschön. Mit euch macht es gleich doppelt so viel Spaß. Auf. Ich brauche eine Wasserquelle. Ich hätte nicht gedacht... Ja, ich habe hier unten eine, aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich wieder zurückkomme, wo wir waren. Also folgendes... Ich habe hier jede Menge Wasser. Folgendes. Ich weiß nicht, ob das die allerbeste Idee ist, da oben zu bauen. Ich möchte gerne meine Meinung revidieren. Also ihr Leute, ihr habt das nicht gesehen, aber wir wollen da oben, da wo der T-Rex gerade unsere Sachen zerstört, da wollen wir bauen, aber... Die nächste Wasserquelle ist verdammt weit weg. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oder meinst du das Leckermäulchen? ja, dann woanders, oder? Bauen wir doch ein Stück woanders. Also ich würde gern Wasser in der Nähe haben. Wir haben hier Wasser in der Nähe. Ich laufe gerade so ein richtig schönes, großes Stück Wasser entlang. Hat der Affe mir gerade... Vergisst er sich zu schmissen? Nee, ja. Der hat mir Bären geklaut. Du wurdest vergiftet. Deine Ausdauer nimmt ab. Okay. Ist die Übertragung eigentlich an? Wer greift mich denn hier an? Ach, der Vogel ist das. Der ist das. Ein Rabe oder sowas. Alter, das ist eine schlechte Idee von dir. Was machst du hier, mein Freund? Was machst du hier? Wie kann ich denn Betäubungs... Nein! Hör auf, mir die Bären zu klauen. Wie kann ich denn nochmal die Pfeile austauschen? Achso, einfach auf den Bogen ziehen, ne? Ja. Ich habe Angst, Leute, ihr merkt das. Ich gerade erstmal. Ach. Ich habe ja noch gar nicht die Betäubungspfeile. Ich hatte sie mal, aber dann ist uns der Server abgeschmiert. Jetzt habe ich sie noch nicht. Du hast sie noch. Oh ja. Bist du noch da oben? Läuft der Double Screen eigentlich, mein Schatz? Ja. Läuft. Okay. Wieso? Überträgst du noch? Ist ja gut. Ich frag ja nur, ob der noch aufnimmt. Ja, alles cool, jo. Na, dann ist er gut. Alles cool, jo. Oh, Holz und Feuersteine. Was haben wir hier? Ist das normaler Stein? Ja. Steine brauche ich gerade nicht. Aber sie leuchten. Das wird nicht nur normaler Stein sein. Das wird nicht nur normaler Stein sein, was da liegt. Am Ende kommt bestimmt was Cooles bei raus. Ja. Jetzt komme ich wieder. Ach so, ja, und die ganzen Reittiere, die wir hatten zum Ende der letzten Folge, sind alle tot. Wollte ich nur mal erwähnen. Leider. Ja. Leider alle tot. Was fehlt mir denn noch? Und dieser Durst, was bombt denn hier eigentlich so rum? Gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Ach, das sind Meteoriten. Es ist gerade von oben runter. Guck mal in den Himmel. Eben. Ich wundere mich die ganze Zeit. Ich habe auch schon die Musik kurz ausgestellt gehabt. Ich dachte, das wäre vielleicht in dem... Fable Soundtrack. Hast du auch gedacht, das ist irgendwas anderes. Ich dachte jetzt am Hoch gerade. Ich habe mir gedacht, WTF. Was stimmt denn da nicht? So einen Stein brauche ich. Dann hätte ich mal den Stein behalten. Aber meine Fackel hat nicht funktioniert. Oh. So, ja, wir brauchen und natürlich müssen wir auch irgendwo wohnen, wo wir eine Wasserquelle haben. Ich verdurste nämlich gerade. Just in diesem Moment verdurste ich. Und ich kenne das Problem. Genauso haben auch die ersten Aberration-Folgen angefangen. Vor 250 Stunden Arc-Erfahrung
10. Na? So schnell kann es gehen. So ist man wieder bei 0 angekommen. Man dachte, man hätte es drauf. Oh, hier ist ein Springbrunnen. Hier ist ja schön. Hier im Zentrum. Und da kommt schon wieder der T-Rex. Oh Mann. Ja, wenn nicht, naja, weiß nicht. Ich versteck mir einfach in deinem Baum. Ich bin eine Blume. Wenn du mit mir teilst, wenn du mit mir deine Betäubungspfeile teilst, dann. Ich hab gar nichts gerade, mein Schatz, dann würde ich gerne alles mit dir teilen. Aber? Ich müsste erstmal meine Sachen rankommen und der T-Rex ist hier gerade ziemlich nah dran. Das sind doch alles nur Ausreden. Sag doch, du hast keinen Bock drauf. Da vorne ist der T-Rex, den siehst du? Ich komm ja schon. Ich komm ja schon, mein Schatz. Ich würde eigentlich nur ja nochmal meine Sachen irgendwann absammeln, aber ich weiß nicht wo. Ich sehe sie nirgendwo. Und er kommt schon wieder ab. Geh doch mal weg da. Soll ich ihn ablenken für dich? Oh, Spinne. Spinne, 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 Spinne. Er hat gerade eine Ablenkung, aber ich weiß nicht, wo meine Sachen sind. Ist die Spinne gerade tot? Ja, sie ist tot. Inventar öffnen. Oh, was hat denn die Spinne alles? Ich habe ein Rezept gefunden, aber die brauche ich, glaube ich, alle gar nicht. Die sind ja alle in der im Cooking Pot der S Plus Mod. Den zweiten Speer nehme ich aber gerne mit. Dankeschön. Hey. Coole Sache. Cooles Spiel. Würden Sie bitte dieses Fleisch einzeln aufteilen? Damit es schneller gammelig wird. Oh mein Gott, da ist er. Damn. Du kannst deine Sachen holen. Du kannst deine Sachen holen, mein Schatz. Ja, ich muss erstmal meinen Dings finden. Oh geil, ein epischer Kampf zwischen so einer kleinen Alien-Roboter-Echse und dem Tech-T-Rex, Technik-Rex. Vorsichtig, er hat mich immer noch auf dem Schirm, Und er findet mein Dings nicht, ha! Schnell, find dein Dings. Er lässt nicht locker, Ich muss mich verstecken. Ein Glück habe ich Ausdauer gelevelt. Hier, guck mal, Triceratops zum Abendbrot. Das ist ein Alpha. Rette mich, Triceratops. Jawohl, er rettet mich. Und ich nutze den Moment. Carpe diem. Yeah. Ah, da hinten war was. Ist es da? Oh, da sind meine Sachen. Ja. Oh, danke, nehme ich alles. Ich glaube, ich habe ihn abgeschüttelt. Vorsichtig, hier sind noch andere Dinos. Wie heißen denn eigentlich diese Viecher, die Flugviecher? Ich glaube, das ist gar nicht mal so... Die Gaspacks, die ganz neuen? Tapejara. Tapetenklara. Okay, ich glaube, ich kann mich wieder in die Richtung bewegen. Ich würde unsere Sachen dann irgendwann mal abholen von hier oben. Hast du deine Betäubungspfeile wieder zurück? Ja. Möchtest du es versuchen, mit mir den T-Rex einschlafen zu lassen? Es ging ja nicht. Der Serverstand, den gibt's ja nicht mehr. Der ist nicht mehr existent. Ist er noch bei dir unten? Ja. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Wir haben zwei verschiedene Wege, haben wir verfolgt. Wir sind zwei verschiedene Typen. Wir haben uns einfach auseinandergelebt, ich und der T-Rex. Es war vorbei. Ich wusste schon ganz lange, aber naja, manchmal sieht man das halt nicht ein. Hi, was haben wir denn hier Schönes für Sachen? Ja, wir müssen erstmal unsere Sättel und irgendwas, was wir bauen können. Meinst du fürs Bett? Ja, ein Bett wäre nicht schlecht. Bett wäre richtig geil. Holz, Leder und Stroh. Ja, Holz, Leder und Stroh. Aber erstmal nur das Bett, aber dafür brauchen wir ein Fundament, richtig? Ja. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Und ich versuche jetzt erstmal hier ein paar Sachen so loszuwerden, was wir jetzt sowieso gerade nicht brauchen.
Ja. Aber dann noch sehr viele coole Sachen. Alles ist tot. Alles ist tot. Ja, alles. Leider. Alles. Oh, oh, oh. Aua. Oh, ich wollte mich hinknien. Entschuldigung. Ich wollte mich hinknien. Und dir auf den Hintern starren. Ist kein Witz. Auf sein Popochen. Ist kein Witz. Ich schäme mich jetzt. Hier hinter der Ecke. Ganz für mich alleine. So. Ich fange an, Holz abzubauen. Ja. Blue Crystal Sap. Blauer Kristallsamen? Ich hab ein Dings in der Boot. Ich baue hier gerade nur irgendwas, weil ich muss erstmal kurz Sachen machen. Erstmal das Bettchen, wenn nicht, hinter dem Stein vielleicht, hier. Ein bisschen weiter versteckt. Dann, sehr schön, dann sind wir am, das ist auch, da sind wir abseits des Weges. Der wird dann wahrscheinlich zum Jagen runtergehen. In das anfängliche Gebiet. Ja, na, ich versuche jetzt gerade erstmal irgendwie eine Kiste für uns zu organisieren. Holz brauche ich gerade. Holz? Holz. Nee, ist der Magen. Nee, daneben. So ein längerer Balken. Längerer Balken? Ich sehe keinen längeren Balken, hä? Wo? Oh. Warte mal. Muss mal kurz gucken. Verstehe ich nicht. Jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Bei mir war es dann aber gerade nicht. Ach so, weil. Nee, ach Mist. Warte mal, ich hoffe, das ist jetzt weg. Ich hoffe, das ist jetzt weg. Nee, das ist immer noch ein Balken. Aber egal, das nehme ich jetzt erstmal hin. Leute, das bitte ich zu entschuldigen. Das sind noch wieder die anfänglichen Folgen und wir wollen halt wieder mit zwei Bildschirmen aufnehmen. Ich baue jetzt was hier hinter, ja? Hier, hinter dem Stein. Da sehen sie uns nicht so schnell. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, ich versuche gerade erstmal alles irgendwie einzusammeln hier. Alles klar, kann ich auch verstehen. So, S plus Wood Foundation. Sehr schön. Hier, damit wir auch nicht in Konflikt geraten beim Bauen mit dieser statischen Wand. Hi, da bist Hi. Du und ich baue hier gerade nur eine Kiste, eine Sammelkiste ist das ja. Sozusagen. Ja, cool. Bevor uns hier irgendwas davon... Wenn du willst, kannst du das Bettchen darauf stellen. Ich habe noch kein Bettchen bauen können, mein Schatz. Okay. Warte. Was lerne ich denn als nächstes? Holzrampe? Ja, die haben wir ein paar Mal gebraucht. Das stimmt. Wow, die war so teuer. So viele Engrampunkte hat das gekostet. Krasser Shit. So, wie wär's denn jetzt mit einem Bettchen? Ach, das ist von deinem... Ich weiß, wovon das ist. Das ist von deinem Inventar. Also, das sind deine Hotkeys da unten. Die nicht ganz angezeigt. Ach so, das... Ach so, okay. Muss ich noch ein bisschen besser croppen dann. Okay, alles klar. Was habe ich denn hier so, eigentlich? So, habe ich denn noch Holz? Das sind die Saps, ne? This strange sap has unique properties that make it an ideal replacement for blue gems. Cool. Bettchen hast du gesagt. Sollst du kriegen. Was fehlt mir dafür noch? Holz und Leder. Holz und Leder. Erstes Leder. Oh, oh, hast du hier schon gebaut jetzt? Nee, ich hab nur vorne das nur hingestellt. Das ist unwichtig. Das okay. Ist mehr oder ja, das weniger. Das kann ich nur. Ja rüberbringen. Das kann ich ja aufheben. Das ist ja. Das ist Plus. Und ja. Ich kann es nicht aufheben. Ich kann es nicht aufheben, Tatsache. Aber vielleicht mit der Demo-Gun. Vielleicht mit der Demo-Gun. Knapp. Oh, ich hätte erst den Frame, den Window-Frame entfernen müssen. Alles gut. Ah, ich kann gerade nicht bauen. Weil, genau. Nein, nicht zerstören. Aufheben. Oh mein Gott, ich bin sowas von überladen. Einmal Bären essen. Genau, erstmal. Ach hier. Wie kann ich die Knarre nochmal wegstellen?
Oh mein Gott! Bin ich zufrieden welches mit der Position? Level hat dieses Ding? Mein Schatz, ah! Ja. Oh oh. Was ist das? Was? Hat mich gerade umgebracht. Ich versuch mal, ob ich da wieder hinkomme. Ah! Alter! Das ist ja riesig! Welches? Der ist ein Triceratops, ein richtig aggressiver. Ist vielleicht nicht die. Ja, der hat mich gerade weggenudelt. Entschuldigung, weit nicht reinschreien. Alles cool. Den werde ich so nicht killen können, oder? Gucken. Doch. Was? Den kann man doch nicht killen. Mit unseren ollen Pfeilen. Doch, kann man wirklich. Echt? Der T-Rex, der erwütet. Jetzt müssen wir mal gucken, komme ich da wieder hin? Wo ist denn der T-Rex? Er wütet, mein Schatz. Ist echt nicht einfach hier gerade. Im Zentrum. Im Zentrum von New York. Ein Tech-Stück habe ich hier gerade gefunden. Wow. Das ist echt eine harte Ecke da. Da ist ein T-Rex. Sehr gut. Hier ist Burning Hot. Burning Hot. Oh, ich bin in der heißesten. Ja, ja. Na, immer noch besser als Burning Man. Es ist burning, es ist hot, es ist very hot. Ich glaube nicht, dass man den töten kann. Immer noch nicht. Oh, hier ist ein neues Tier. Oh, Mann. Ich glaube immer noch nicht, dass man den töten kann. Doch, kommt da drauf an, welches Level er hat. Das stimmt. Oh, jetzt kommt natürlich noch eine Eidechse und die hat... Oh, die hat einen neuen Kill. Der Raptor hat einen neuen Kill. Der kann dich festhalten. Der kann dich so Boden drücken. Instant? Habe ich noch nie gesehen. Das ist neu. Upgrades. Wie am Anfang von Matrix Reloaded, wo Neo so verwundert gegen die ersten Agenten gekämpft hat. Oh, Upgrades, hat er gesagt. Oh. Ah, jetzt heißt es, meinen Kram zurückholen. Ja, ich muss jetzt zweimal meinen Kram zurückholen. Oh, na, zumindest bin ich jetzt erstmal am Wasser. Alles klar, aber auch das werden wir überleben. So. Oh, hallo. Hallo, kleiner Gleiter. Bist du auch wieder so einer? So ein, Jara? Wie ist das Ding nochmal? Tapijara. Ich habe mir zumindest die Hälfte des Namens gemerkt. Tapetenklara, genau, jetzt wieder. Ein Tippitatuti. Ist die Frage nur, wo mein Kram liegt. Und er wird auch nicht angezeigt. Ja, ich bin auch gleich dabei. In welche Richtung mussten wir? Bist du in die Richtung gelaufen, in die wir vorhin gegangen sind? Ist in die Richtung die... Ja. Okay. Ich kann es dir sagen, wenn du die Karte aufmachst, bei 50-30. 50-30. I'm on my way. Oh, schöne lange Haare hat er gekriegt. Schöne lange Haare. Wie konnte man nochmal seinen Charakter von vorne sehen? Oh, mit K? Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, Mensch. Irgendwie Schatz. Konnte man noch rückwärts gucken und... Rausscrollen mit der Maus. Ach, guck mal, das Fadenkreuz. Wenn du auf Y drückst, kannst du auch in Third Person ein Fadenkreuz dir anzeigen lassen. Okay. Hab ich gerade festgestellt. L war's. L. L, okay. L. Oh mein Gott, ich hab irgendwas hinter mir gerade. L wie Luppi Fluppi. Oh. Ein Stegoei? Richtig? Steht das da? Ne, ein Ankylosaurus-Ei. Naja, gut, der läuft hier um die Ecke. Das wird schon seins sein. Oh nein, wo ist mein Kram? Ja, ich bin auch gerade am Suchen. Ich finde mein Zimmer auch gerade alles nicht. Ich war so stolz auf meinen Kram. Ich auch.
Und dann sind sie mal erschöpft. Oh. Aber schön, dass es hier viel Eisen gibt. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, hier zu bauen in der Nähe. So, vielleicht ein bisschen. Oh, ich habe meinen Kram gefunden. Hallo Wächter, hallo Wächter. Die verfolgen mich. Bist du bei der 1530 oder wo? Ja, na klar, natürlich. Ein Raptor-Pärchen. Haben auf mich gewartet. Die kennen den Trick schon. Die kennen das, ne? Da wo es leuchtet, da kommen die gleich nochmal hin. Oh mein Gott. Ich arg liebe. Ja, wir lieben es. Und ja, wir hassen es. Ja, aber wir lieben es auch. Aber wir lieben es. Jetzt muss ich mich erstmal wieder komplett neu orientieren. Ja, ich auch. Ich bin nämlich jetzt auch gerade total... Jetzt wird mir nicht mehr mein richtiger Rucksack angezeigt, richtig? Ja. Übler Shit. Leute, uns wurde übel mitgespielt. Ich laufe gerade komplett falsch oder ich weiß es nicht mehr. Oh ja, jetzt sind diese Grumpy-Teile auch noch wieder hinter mir. Ich kann es kaum erwarten, meine Armbrust zu haben. Armbrust. Vielleicht Rezepte für einzigartige Armbrüste. Und dann wird ein Schuh draus. Juhu. Warte mal, ich sammle unterwegs mal lieber ein paar Beeren. Wer weiß, wie lange ich hier noch so nackt rumlaufen muss. Irgendwann werde ich Hunger bekommen. Und dieser Hunger muss gestillt werden, denn ich bin ein muskulöser Eingeborener. Aber ganz ehrlich, ich find's cool. Das ist wieder so richtig geiles Survival-Feeling. Also, es teilen sich in meiner Ansicht, innerhalb meines Videospielkosmoses, teilen sich The Forest, also nee, nur Forest und Ark den ersten Platz in Koop Survival Games. Solo stehe ich mit so am meisten auf No Man's Sky und Subnautica. Da teilen sich auch den ersten Platz Subnautica und No Man's Sky. Aber Raft holt auf. Raft ist auch ziemlich cool. Macht echt Spaß. Hauptsache Wasser, Leute. Hauptsache Wasser. Wow. Ich glaube, das ist jetzt der Ort, wo ich das zweite Mal meinen Rucksack verloren habe. Aber nur einer wird angezeigt, richtig? Nur einer wird angezeigt. Ich krieg auch noch einen Terrorbot hier. Ach, Baby. Alles wird gut. Ja, da bin ich. Ich muss erstmal gucken, ich komme nicht mehr an meine Koordinaten ran. Okay, da kann ich. Oh, da ist ein Raptor. Renne! R wie Raptor. Oder R wie Rennen. Ich bin nicht schneller als ein Raptor. Wofür level ich denn die ganze Zeit Bewegungsgeschwindigkeit? Und dann bin ich hingefallen. Nein. Kann ich vergessen. Meine Sachen sind weg. Nein. Ja, aber ich finde sie nie im Leben. Ich weiß nicht mal, wo ich gestorben bin beim Triceratops. Ich bin so ewig gelaufen. Auch nicht. Ich nehme mich auch nicht mehr. Lass uns, pass auf. Wir machen jetzt hier Feierabend für die heutige Folge. Und wir treffen uns jetzt in der Aufnahmepause, treffen wir uns wieder. Und dann schlagen wir zusammen wieder los, okay? Wir müssen zusammenarbeiten. Dieses alleine rumlaufen, das bringt nichts. Wir müssen wirklich kooperativ, müssen wir gegen die Widrigkeiten dieser Welt kämpfen. Aber Leute, Leute, ihr habt's mitbekommen, ne? Das war's für heute. Wir sehen uns bald wieder. Uns hat's jedenfalls eine Menge Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt, wenn das auch für euch gilt. Oder falls ihr nur Spaß hattet, ohne was gelernt zu haben, dann zeigt uns das in Form von einem Daumen nach oben. Wir sehen uns wieder schauen. Und reingehauen, der Leo und die Aska, ciao. Tschüss.